Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal mussten wir einen schweren Verlust hinnehmen. Ethel und Kamurabi sind beim letzten Mal gestorben. Wir trauern immer noch im Herzen um sie. Aber wir müssen ihn weitermachen. Ja, beim letzten Mal haben wir zwei Mübis, also zwei von diesen Konsuln, so richtig schön aufs Fressbrett gegeben, dafür, was sie Effe und Kamurabi angetan haben. Und wir wollen heute in Schloss Kiefs Unland. Da haben wir was zu tun, aber vorher müssen wir hier noch ein Gespräch holen. Nämlich über Truthähne und Gorillusse. Schon lustig, das von der Seite zu betrachten. Was haben die beiden denn da gerade gemacht? Mich würde immer noch interessieren, wie ich zu dem Riesenaffen da gekommen würde, beziehungsweise gekommen wäre. Muss doch eigentlich auch einen Weg irgendwie hinführen. Mal kurz gucken, bevor ich weiterziehe. Also hier ist auf jeden Fall ein Container, den gönnen wir uns. Let's just sneak a peek. This has gotta be worth a bunch. Let's put it away for safekeeping. Okay, hier habe ich jetzt einen Weg eventuell gefunden, der zumindest zu dem Boss da führt. Ich bezweifle, dass wir diese Maschine da einen Daumen bekommen. Bei Maschine fällt mir ein, vielleicht sollte ich Wald ins Team kurz holen. Ja, ich habe Waldi eben kurz an dem Lager auf 49 hochgestuft. Habe ich ein neues Gebiet entdeckt? Schutz der Belagerer. Ich krieg... doch 100 pro tot. Und bestimmt keinen Höllenkampf. Hab sicherheitshalber halt schon Waldi ins Team geholt, damit er in der Angriffskette massiv Schaden drücken kann. Er kann ja Maschinen sehr gut schädigen. Glaube ich auch besser, generell ihn dabei zu haben. Guck mich an, du willst mich, du weißt es. Das war heftiger Schaden. So, einmal kurz heilen. Ich habe übrigens mal die Techniken hier ein bisschen umgeändert.
Und der große Priester ist zum Beispiel eine Technik, die ich reingetan habe. So, friss den hier. Ries! Komm, greif mich an, du weißt, du willst es. Der Angriff da macht mir Angst. Komm, belebt ihn. Und Angriffskette, solange alle leben. Okay, ich habe jetzt massig Schaden einmal kurz ausgedrückt. Wir haben ihn auf der Hälfte. Hier, du willst mich. Jetzt die Synchro erst ein, wenn wir auf Synchro Stufe 3 sind. Alles davor ist unnütz. Wir haben es geschafft. Er fliegt. Geschmettert. So, möchtest du einmal kurz schwanken? Nee. Und frisst den hier nochmal. War gut, der Schaden. Wäre gut, wenn unsere Heiler ein bisschen besser arbeiten würden, aber passt schon. Eine Angriffskette noch und wir kriegen das Ding tatsächlich down. Glaube ich, das Vieh kriegen wir down, aber so ein Truter beispielsweise beim selben Level nicht. Unglaublich. So, wiederholen. Und dann gibt es nochmal eine Angriffskette für dich. Okay. Der Grenzensprenger sollte ihn jetzt eigentlich umbringen. Ja, der stirbt ja schon vor der Combo-Attacke. Das ist doch ein neuer Angriff, oder nicht? Glaube ich, dass ich das Vieh down bekommen habe. Schutz der Belagerer. Ich frage mich, ob hier eine weitere Kolonie ist und ob ich die so freischalten kann. Wenn ja, sollte was passieren. So much to see, huh? Nee, scheinbar zählt das hier nicht als eine Kolonie.
Obwohl, wenn ich den Pass wahrscheinlich runterrenne. Können wir ein anderes Mal gucken, wenn ich ein paar Level mehr habe. Weil die lasse ich jetzt erstmal ein bisschen drin. Dann gehen wir mal in das andere Gebiet. Auch zu Schloss Keefs, Umland. Das nenne ich ein gewaltiges Schloss. I wonder, how do you think Ethel felt? Was that really what she wanted? This is my personal opinion, but life's defined by moments. Your acts define you. I think she found value in that. To achieve something in the limited time left to her. One defining moment was what she chose. You think Mimi feels the same way? I gave you my opinion. I'm sure Mio has her own thoughts on the matter. Although, I know she doesn't have that much time left. And hence, my being here now. So, you've chosen your path. Until now, I was afraid to take that first step. But now, I can do it. Man. You really think they'll come? They'll come. You can count on it. Yeah? And then what? If you want to give them a hug, you can count me out of it. I want to show something to Her Majesty. Yeah? And what's that then? I mean, she's not even... She needs to be there to see how hope dies. What's this about now? She can see it. Her Majesty occupies the same niche of existence as we do. Okay. Bin ich schon mal gespannt. Da ist ein Container. Ich lasse mich gerade extra aus dem Bild, weil da unten direkt die nächste Sequenz gleich losgeht. Here's a goodie. Let's just sneak a peek. This is valuable. I'll hang on to it. Let's put it away for safekeeping. Die sehen mich doch 100% kommen. Just past that gate, we'll find the Colony 11 garrison. Beyond that is a residential zone. From there, there's a road to the castle's main gate. Gate penetration would not be easy. Expect huge battle. Yeah. So we'll take a detour through the hovering reefs to the right and swing around behind the castle. That's where we'll find the ether mine and freight entrance I mentioned. Understood. We shouldn't be hanging around here for long. Let's make for those reefs, as you called them. Good. This way. Follow me. Oh, das wird jetzt ein harter Weg. Oh, hey, wir haben schon einen Boss heute fertig bekommen. Wir haben schon einen Erfolg. Bloß nicht runter gucken. Da hinten wäre irgendwo eine Nebenquest. Ach, wahrscheinlich die Kolonie dort.
von ihrer Uhr zu befreien. Aber wer weiß, vielleicht machen wir das ja nebenbei. Ich kann dir mal kurz Karte gucken. Ja, 100 pro die Kolonie. Warte mal, war da überhaupt ein Reisepunkt? Ja, der Zoneingang. Ich kann das Ding nicht wieder hochrutschen, Leute. Das da oben ist doch 100 pro ein Bossgegner. Aber da leuchtet was Schönes. Das heißt, ich will dahin. Wir brauchen sowieso eine ganze Weile, bis wir da hinten ankommen. Ja, das ist ein Boss. Wenn ich dann drauf darf, dann ja. Ich lege mich nicht mit dem an, nicht auf dem gleichen Level. Wenn ich 5 Level über ihm bin, dann ja. Aber der braucht mich ja nur einmal runterschubst und wir sind tot. Ich glaube nicht, dass wir diesen Liebestod bekommen. Zumindest jetzt gerade nicht. So, wo geht's denn weiter? Wäre natürlich ein Schnellreisepunkt an der Stelle. Oh, der gräbt da irgendwas für mich aus. Das wird ein langer, aber beschwerlicher Weg. Das da unten sieht irgendwie so wie so ein Endkampfgebiet aus. Die werden mich nicht angreifen. Ich will mich nur mal kurz hier umschauen. Weil so einen Reisepunkt hier irgendwo zu haben, wäre schon ganz gut. Die kloppen sich mit dem Liebesch. Haben eine Kiste gefunden. Und in die Klopperei, da kann ich mich ja ruhig einmischen. Ich nehme die EP. Den Kampf hier, den habe ich euch mal großteils erspart. Da war sogar einer von den Elite-Gegner. Die Bonus-EP, die können wir noch gut gebrauchen. Haben wir wenigstens die Möglichkeit zu leveln. Hier war noch eine Hülle. Okay, dann wieder weiter den Weg gleich lang laufen. Aber erstmal. Erstmal spielen. Moa will nicht. So, wieder den Weg zurücklatschen. So. Welche Abenteuer werde ich hier erleben? Ein Liebestern die Wand reinrennt. Beziehungsweise reinschwebt, erlebe ich. Ein weiteres leuchtendes Objekt. Ich weiß noch nicht, wofür die sind, aber ich nehme sie zumindest alle mit. Sind ja nur noch 1000 Meter. Und Juni dachte, der Baum wäre schlimm. Hier hätte ich viel mehr Angst runterzufallen. Kannst du mir nicht mal sagen, dass das ein Reisepunkt ist?
Anlügen wäre auch in Ordnung. Ich muss jetzt mal den ganzen Berg hier hochkraxeln. Irgendwie passiert hier auf dem Weg gar nichts. Bin nur am Klettern. Ach ja, das Bergsteigen. Dem einen macht Spaß, dem anderen nicht. Ich hab's gleich geschafft. Gleich bin ich oben. Da kann ich eine Leiter aktivieren. Oder? Nee, das ist der weite Weg. Okay, und was ist in der Richtung? Da hinten geht's weiter. Jetzt bevorzuge ich doch erstmal den Weg, wo es weitergeht. Wait for a moment. Using that device should allow us to proceed. We'll take this down. Nicht mehr weit. Jetzt müsst ihr uns einen Blitz treffen. Das ist ein Miniboss. Ich finde, wir sollten den verkloppen, allein schon, damit wir hier einen Schnellreisepunkt haben. Oh Gott, der Feige. Eine gigantische Ratte. Sollten wir eigentlich easy down bekommen, wir sind 10 Level über dem. Muss das kleine Vieh zusätzlich nerven, machen wir erstmal das hier weg. Einmal kurz weg damit. So. Ist denn noch so eins? Doch, Angriff. Oh, wir können Angriffskette gleich machen. Wir können direkt mit himmlischer Aufstieg starten. Ich habe es endlich mal gemacht, mit einem Ouroboros Stufe 3 mal die Angriffskette zu starten. Habe ich bisher noch nie.
Beendet das auch instant die Angriffskette oder mache ich jetzt alle drei durch? Als ob ich jetzt alle davon durchhau. Weil nur beide Urbose. Wäre auch beides in Ordnung. Ja, man haut einfach beide Urobos dann durch. Kannst direkt wieder schwanken. Gut, meine Runde. So, freeze! Komm raus! Ich krieg doch eh kaputt. Ja, schon wieder so ein kleiner. Okay, ich pfeife jetzt mal auf den kleinen. Groß ist wichtiger. So, tschüss. Tot. Jetzt haben wir einen Schnellreisepunkt. So, ich bezweifle, dass wir da unten eine Schlacht vor uns haben. Beziehungsweise da hinten. Schneereisepunkt hier zu haben, kann ja nicht schaden. Nur 129 Meter. How come the annihilation thing ain't happening? I couldn't begin to guess, but I'd say the castle has something to do with it. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Lager. There it is. Black fog too. Few enough numbers to sneak around. Is Colony 4 gonna be safe, do you think? They should be okay. We haven't seen the light for a while. I think that's a good sign. Let's move. The fact that we killed consuls must be old news at this point. Could have made examples of a few people by now. They ain't expecting us to sneak aboard, though. We've got them with their pants down. Let's get in there, mess them up, get out. Bish bash bosh. Actually, they may have already anticipated our moves. Nah, mate. Come off it. Think about it. How would they have known where we'd be? Can't be a coincidence. I mean, sure, it could have been intuition on Ethel's part, but we have to be realistic. So it's a trap. You want to turn back? No. We'll go. We can't turn back now.
We can't allow their deaths to have been in vain. So you would entertain the risk? It does sound bad. You know, I think I kind of like it. Okay, ich würde aber sagen, reinschleichen tun wir uns erst beim nächsten Mal. Ich guck mal eben kurz, ob ich die Bonus-EP noch ausgebe. Dürfen alle auf Level 50 da rein. Da hat es ja sich noch gelohnt, die Echsen zu verprügeln. Hab zwei Level dadurch gemacht. Dann darfst du mir noch dein Steinchen geben. So, was hast du denn so zum Verkaufen? Okay, zumindest die Auferforderungskette wirkt sinnvoll. Ich frage mich auch, wer die Person war, die uns da so aus dem Schatten beobachtet hat. Aber das werden wir wahrscheinlich alles beim nächsten Mal erfahren. Haben wir jetzt uns lang genug heute geprügelt. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.